Hallo und herzlich willkommen, liebe Steinböcke. Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Wir schauen heute rein in die Energien für den Januar. Für die Steinböcke, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Steinbock stehen hast, kannst du hier möglicherweise in Resonanz gehen. Wir schauen rein, was zeigt sich energetisch jetzt für das neue Jahr, beziehungsweise für den Januar. Da sehe ich schon ein Ende. Ein Abschluss. Ich hoffe, du hattest schöne Feiertage und angenehme Rauhnächte. Und jetzt schauen wir schon mal rein, was sich jetzt für nächstes Jahr im Januar so ankündigt. Ein Ende und eine Chance für etwas Bleibendes, etwas Langfristiges. Materielle Fülle sehe ich hier, Stabilität, aber auch irgendwo einen Schlussstrich. So, was sehe ich hier? Ja, du gehst tatsächlich hier auf eine neue Reise. Da ist er wieder, das Ass der Münzen. Der ist gerade rausgesprungen. Es ist gerade rausgesprungen. Eine große Chance, die darin liegt, dass du hier etwas Altes hinter dir lässt, einen alten Konflikt loslässt, auf ein neues Ufer zugehst, auch wenn du hier noch Ängste und Unsicherheiten hast, dennoch bewegst du dich hier auf ein neues Ufer zu. Und darin liegt die Chance, hier wirklich auch etwas Bleibendes zu errichten, ein langfristiges Ziel zu setzen und zu erreichen, vielleicht auch die Chance auf materielle Fülle, Stabilität, ja, irgendetwas Bleibendes, ne? Was wir hier mit den Münzen haben, was auch für Fülle und Reichtum steht. Inneren, äußeren Reichtum. Nun haben wir hier die Neun der Stäbe auch. Das ist eine Verhärtung, die hier angezeigt ist. Möglicherweise fühlst du dich bedroht. Von irgendjemandem, irgendetwas fühlst du dich bedroht. Deswegen verschanzt man sich so ein bisschen, igelt sich ein, schützt sich. Und damit verschließt man sich aber auch hier vor neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Das ist hier wichtig, dass man das erkennt, dass man nicht zu sehr in so einer Verhärtung hier stecken bleibt, sondern dass man hier einfach entschlossen handelt. Ja, also diesen Schutzmechanismus hier nutzt, um entschlossen vorwärts zu gehen oder einen Fehler nicht zu wiederholen. Die Neun der Stäbe ist eine sehr entschlossene Energie. Ja, da hat man auch alte Wunden und Verletzungen, die man jetzt schützen möchte. Und deswegen bewegst du dich hier weg von einer Situation, die mit einem Konflikt zu tun hat. Irgendwelche ungesunden Verhältnisse, Muster oder Umgebungen. Da gehst du auf etwas Neues zu. Ja, und hier haben wir tatsächlich auch ein Gegenüber, der Bube der Kelche, der hier in seiner eher negativen Energie liegt. Also entweder schützt du dich hier vor diesen Menschen, der sich hier in deine Richtung bewegt, sich mit dir versöhnen möchte oder dir seine Gefühle gesteht, oder du bist hier gar nicht offen für diesen Einfluss, auch das ist möglich. Oder du hast so zwiespältige Gefühle hinsichtlich dieser Person und weißt nicht, wie aufrichtig dieser Mensch ist, oder vielleicht ist er auch ein bisschen ja, unreif oder aufbrausend, oder das ist eher so eine unreife Energie, die hier im negativen Pol liegt, der Gefühle. Ritter der Schwerter, da sehe ich auch wirklich Konfrontationen, Auseinandersetzungen, Diskussionen, Streitgespräche. Möglicherweise fühlst du dich hier auch angegriffen von irgendjemandem. Das sieht mir hier ganz so aus, dass dich hier jemand auch kritisiert. Ja, also dass es hier Wortgefechte gibt oder gab. Und dass dir hier irgendwie sozusagen diese Kraft fehlt, ja, da weiter drin zu verharren in dieser Situation. Na, die Kraft haben wir hier, also das ist eine Energie, die jetzt hier im Schatten liegt. Das heißt, ich glaube, du hast hier einfach nicht mehr die Kraft, dich weiter irgendwelchen Auseinandersetzungen, Diskussionen oder Kämpfen zu stellen, die von einer relativ unreifen Energie hier ausgeht oder einer, die hier möglicherweise auch nicht ganz aufrichtig ist oder auch manipulieren könnte. Das ist ja alles möglich.
Vielleicht hast du aber auch sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen bewiesen, sehr viel Mut auch. Ja, aber ich sehe hier diese Verhärtung, also dieses sich auseinandersetzen und kämpfen hat irgendwie dazu geführt, dass du wirklich dich immer mehr schützt und abblockst und in so eine Schutzhaltung gehst und jetzt dich nun entscheidest, dir diese Situation zurückzulassen, ja, auf ein neues Ufer zugehst. Du ziehst weiter, auch wenn es schwerfällt und dir wehtut möglicherweise, du gehst jetzt weiter nach vorne. Was wird dir jetzt geraten vom Universum, von Gott, von den Engeln, wer auch immer, der hier zur Seite steht? Wir haben hier die Acht der Kelche. Die spricht ganz klar davon auch, dass du emotional hier auch eine Situation loslassen sollst, zurücklassen darfst, also weiterzuziehen. Ja, ich sehe, dass du das hier machst. Du hast möglicherweise auch schon eine Entscheidung getroffen, eine ganz konkrete, um hier in eine neue Richtung zu gehen und weiterzuziehen. Aber jetzt geht es darum, im Januar auch emotional dich von einer liebgewonnenen Situation, die dir mal sehr vertraut war, zu lösen, das hinter dir zu lassen, ja, loszulassen. Möglicherweise auch diesen Menschen hier, weil wir sehen ja die Gegenüberstellung, Bube der Kelche und hier die Acht der Kelche. Also es kann sein, dass es darum geht, diesen Menschen oder eine Verbindung mit diesen Menschen oder eine Haltung gegenüber einer Person oder ein Muster oder ein Umfeld zurückzulassen, das dir mal sehr vertraut war, mal viel bedeutet hat, mal sehr wichtig war oder immer noch ist. Aber davon darfst du dich jetzt lösen. Weiterhin geht es jetzt auch darum, nicht mehr zu kämpfen, nicht mehr in Auseinandersetzungen zu gehen, nicht mehr zu diskutieren, sondern wirklich das Ganze hinter dir zu lassen und in die Freude zu kommen, dich auf Positives zu besinnen, es gemeinsam zu genießen, schöne Momente zu erleben mit anderen und auch wirklich nur bereichernde, unterstützende Personen, Situationen zu suchen und dich dort hineinzubegeben, die dich seelisch und innerlich erfüllen und nicht hier in irgendwelchen Auseinandersetzungen und Kämpfen deine Kräfte hier auszerren lassen. Ja, und es geht auch darum, dass du hier dich schützt und absicherst, dass du hier in deine Stabilität kommst. Das ist hier wichtig. Und wir sehen ja auch hier diese Chance, ne, mit dem Ass der Münzen. Hier liegt die Chance, in die Fülle, in die Stabilität zu kommen, dir etwas Bleibendes zu errichten, langfristige Werte zu erschaffen. Und genau das ist es, was auch hier angesprochen ist. Also sichere dich ab, werd stabil, schütze das, was du hast, triff Vorkehrungen. Genau, um hier auch nicht mehr kämpfen zu müssen. Ja, also das, was ich hier sehe, ist wirklich so ein, dass du hier ganz viel Kraft brauchtest, um dich irgendwelchen Konflikten hier zu stellen. So, was ich jetzt sehe, was jetzt im Januar auf dich zukommt, ist die Begegnung mit dem Teufel und der Sieg. Na, das klingt da schon mal gut. Zumindestens wirst du diesen Teufel hier besiegen. Der Triumph, indem du hier auch sehr flexibel und anpassungsfähig dich zeigst. Also was hier wichtig ist, wenn du diesem Teufel begegnest, was heißt das, dem Teufel begegnen? Erkläre ich gleich. Aber in dieser Auseinandersetzung mit dir selbst, denn das ist es am Ende, geht es darum, flexibel und anpassungsfähig zu sein, auch vorbehaltlos, also mit Leichtigkeit und spielerisch das Ganze hier anzunehmen. Also du wirst hier eine spielerische Haltung einnehmen. Vielleicht viele verschiedene Dinge gleichzeitig versuchen zu stemmen, zu jonglieren, aber unbekümmert. Du lässt die Dinge einfach auf sich zukommen, so wie sie kommen. Und damit wirst du hier Erfolg haben, siegen, Anerkennung bekommen, triumphieren, etwas meistern, etwas schaffen. Und zwar die Konfrontation mit deinem eigenen Schatten. Das kann sein, dass du deinem eigenen Schatten begegnest in Form von einer Sucht. Oder Verlockungen, Versuchungen, denen du dich ausgesetzt siehst. Es kann aber auch sein, dass dir klar wird, was dich unfrei macht, was dich manipuliert, was dich abhängig gemacht hat. Wo bist du unfrei? Wo bist du nicht du selbst? Wo wirst du fremdgesteuert? Wo gibt es Machtkämpfe? Und das ist die Auseinandersetzung mit dem Teufel. Und dann geht es nämlich auch darum, dass man diese Muster erkennt
und sich nicht mehr anpasst an irgendeine Situation, nur um nicht anzuecken zum Beispiel. Was wir aber hier sehen, ist dennoch ein flexibles, anpassungsfähiges Verhalten, was man hier jetzt zeigt. Ein unbekümmertes, leichtes. Aber dennoch geht es darum, sich hier dieser Strukturen bewusst zu werden, dieser Muster. Und darüber zu siegen. Zu triumphieren. Was macht dich unfrei? Vielleicht geht es aber auch darum, hier mal irgendwo auch Zähne zu zeigen und unbequem zu sein. Aber auch sich genau zu erkennen, welche Süchte liegen hier möglicherweise vor oder welche Versuchungen. Also es muss hier irgendein Thema geben, das dich hier unfrei macht oder das hier eben ein eher negativer, teuflischer Einfluss ist. Alles, wo wir uns fremdgesteuert fühlen und nicht wir selbst sind, wo wir unsere Macht abgeben, da begegnen wir dem Teufel. Und der Teufel ist im Prinzip alles, was ohne Liebe, ohne Herz getan wird. Denn das ist, was die Eigenschaft von dem Teufel ist. Der hat ja so ziemlich alle Kräfte und die Macht wie die Engel, nur halt ohne Herz. Das heißt, hier darf man sich da mal diese Fragen stellen. Ja, unterliegende Energie, das Gericht, das ist eine schöne Energie. Das geht hier um eine Erlösung, eine Befreiung. Es geht darum, du selbst zu werden, authentisch zu werden. Ja, deswegen auch der Sieg. Du wirst hier wirklich einen Sieg davontragen. Du wirst dich von etwas befreien, Erfolg haben. Möglicherweise, indem du diese Fesseln hier hinter dir lässt oder diese Situation, die dich unfrei macht, dadurch kannst du hier aufsteigen. Vier der Kelche haben wir hier auch noch. Ja, es gibt auch eine Situation, in der du einfach mächtig überdrüssig bist. Das ist auch wirklich dieses, man hat keine Lust mehr auf das ewig gleiche Spiel. Man ist unzufrieden, unausgefüllt, vielleicht auch beleidigt und schmollt. Ja, weil einem hier also eine Situation einfach nicht mehr passt. Und man ist ja auch sehr fokussiert auf das, was man nicht mehr will. Ja, das ist auch so eine Haltung, wo man ja, also wirklich gar nicht mehr die Fülle und die Schönheit sieht, die dich umgibt, sondern du siehst nur noch das, was dich nervt, was du nicht mehr haben möchtest. Ne? Was dir hier geboten wird von einem Bube der Kelche. Und das haben wir hier und das erfüllt dich nicht mehr. Deswegen lässt du diese Situation zurück und damit haben wir deine Befreiung, deine Erlösung. Ja, und das machst du hier auch ganz bedacht, ganz bewusst, weil du hier an deiner Sicherheit, an deiner Stabilität arbeitest, weil deine Stabilität dir wichtig ist. Und auch Verlässlichkeit, Treue und Loyalität, das sind die Erdqualitäten. Es ist etwas, was hier möglicherweise auch langsam vonstatten geht, was Zeit braucht. Aber du bist hier sehr diszipliniert, beharrlich, kontinuierlich und in der Selbstverantwortung, der Eigenverantwortung. Schaffst du dir hier neue Strukturen? Du bist hier sehr realistisch auch. Ja, und du wirst hier befreit von einer Situation, die dich hier ganz und gar nicht mehr erfüllt, die sogar destruktiv sein kann, weil es hier Verletzungen gibt, auch die hier stattgefunden haben. Zumindest ist es das, was wir hier in diesem Blatt sehen. Okay, jetzt schauen wir mal, was die Drachen und die Engel heute noch für einen Rat geben können, für die Steinböcke. Wir haben die Yin-Energie. Ich achte jetzt verstärkt auf meine weiblichen Kräfte und Bedürfnisse. Auf deine weiblichen Bedürfnisse. Ja, hier sehe ich ja sehr stark, dass man hier so ein bisschen möglicherweise in der männlichen Energie gekämpft hat. Und jetzt geht es darum, auf die Intuition zu hören, ins Mitgefühl zu kommen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja. Bekommen wir noch eine? Ja. Transformation haben wir hier, eine wirklich tiefere Veränderung. Ich transformiere alte Energien in mir und verwandle sie in kraftvolle Potenziale. Ja, in dir wird etwas transformiert.
in ein kraftvolles Potenzial. Vielleicht diese alten Verletzungen, vielleicht eine Abhängigkeit, eine Verstrickung. Der Teufel, das sind auch Verstrickungen. Alte Muster, irgendetwas, was dich hier unfrei gemacht hat. Da wird etwas verwandelt in ein neues, kraftvolles Potenzial. Das sieht richtig gut aus. Ich sehe dich ja hier auch wirklich siegreich, kraftvoll. Deine Erlösung, dein Aufstieg und das Ganze mit Leichtigkeit. Also, das sieht richtig gut aus. So, jetzt schauen wir mal, was die Engel hier noch für einen Rat haben. Die innere Haltung. Auch so eine lila Farbe. Es ist gut so, wie es gerade ist. Wir schauen uns mal die Botschaft dazu an. Leg die mal hier hin. Die innere Haltung. Hadere nicht mit deinem Leben oder mit dir. Erfreue dich an all dem, was du bist und was du hast. Führe dir vor Augen, was du durch dein Wirken und Sein schon alles erreicht hast und werde dir über die Fülle in dir bewusst. Betrachte die Welt, sieh nach links und rechts und erkenne, wo du aktuell stehst. Dann wachse über jegliche vermeintlichen Mängel hinaus und spüre das tiefe Gefühl der Dankbarkeit. Alles ist gut, so wie es ist. Du hast, was du brauchst. So wie du bist, bist du liebenswert. Vergiss nicht, du bist großartig. Nichts ist selbstverständlich. Mache dir das Glück der kleinen Dinge wieder bewusst und erfreue dich an deinem Leben, an deiner Gesundheit, deiner Familie, deinen Freunden, deiner Arbeit, deinem Zuhause und all den Möglichkeiten, die dir dieses Leben schenkt. Sei dir heute all des Guten in deinem Leben bewusst. Ja, also auch eine Haltung der Dankbarkeit und der Fülle. Und das ist ja das, was ich hier gesehen habe, hier unten in dieser 4 der Kelche-Karte. Hier ist man sehr fokussiert auf das Negative, ne? Auf das, was man nicht will. Und man hat eben hier kein Auge mehr für die Schönheit, die Fülle, die einem umgibt. Also deswegen ist man in dieser Energie hier auch nicht dankbar für alles, was da ist. Und deswegen darfst du hier mal verstärkt darauf achten, dass du dich wieder mehr auf das Positive, auf das Schöne fokussierst, was du hast, um dadurch auch diese innere Transformation hier vollziehen zu können und diesen inneren Aufstieg, diese Erlösung, diese Befreiung auch erleben zu können. Ich denke, das hängt hier auch zusammen. So, und noch abschließend hätte ich hier gerne einen Engel von dem anderen Orakel für die Steinböcke im Januar. Welcher Engel unterstützt dich hier? Ja, das war so fast. Jetzt haben wir 2. Mach dich an die Arbeit, Verletzlichkeit und Freiheit. Hier haben wir auch diese Yin-Energie, dieses seine Verletzlichkeit zeigen, aber wir schauen uns auch hier mal die Botschaft an. So. Die Engel sind jetzt hier, um dein Vertrauen zu stärken, denn sie können sehen, wie hart einige der Erfahrungen gewesen sind, die du durchgemacht hast. Sie möchten dich wissen lassen, dass deine Verletzlichkeit dir Kraft verleiht, Freiheit zu finden. Um diese Freiheit leben zu können, ermutigt dein Engel dich, dir heute Zeit zu nehmen und dich auf die Aspekte deines Selbst zu besinnen, die du liebst und schätzt. Wisse, dass Empfindsamkeit kein Fluch ist, sondern ein Geschenk. Du bist eine feinfühlige Seele, obgleich dich in letzter Zeit vielleicht heftige Emotionen überwältigt haben, sind diese Emotionen eine Erinnerung daran, wie sehr es dir am Herzen liegt, aufrichtig und auf eine positive Weise zu leben. Also nimm dir jetzt ein wenig Zeit, die Eigenschaften und Merkmale zu würdigen, die dich zu der einzigartigen Person machen, die du bist. Das wird auch der Welt erlauben, sie wertzuschätzen. Es ist nicht immer leicht für dich, der Welt zu zeigen, wer du wirklich bist, doch wirst du ermutigt, genau das jetzt zu tun. Lass die Schutzschilde und Barrieren fallen, die haben wir nämlich hier, ne? Die Schutzschilde und Barrieren, die du errichtet hast, weil diese Bollwerke die Welt daran hindern, dein Licht zu sehen. Dein Schutzengel ruft dir in Erinnerung, dass du dich nicht mehr selbst schützen musst, da Gott diese Aufgabe übernehmen kann. Wann immer du dich verletzlich oder unsicher fühlst, werden alte Gewohnheiten und Muster versuchen zurückzukehren. Daher rufe das Licht Gottes herbei und lass von deinem Bedürfnis ab, dich selbst beschützen zu wollen. Ja. Interessant.
Ja, und mach dich an die Arbeit. Was ist eigentlich damit gemeint? Mach dich an die Arbeit. Ja, es geht darum, weiterzumachen, den nächsten Schritt zu tun. Wenn du niedergeschlagen bist oder dich ausgelaugt fühlst, ja, und das ist ja die Energie, die ich hier so ein bisschen auch bekommen habe, ne? Dieses Kräftezehren, das irgendwas an dir gezerrt hat, ne? Ja, das hat hier aber mit deiner jetzigen Lage nichts zu tun, steht hier. Die Situation, die du, ja, in der du jetzt bist, ist von grundlegender Bedeutung für dein Wachstum und für deine spirituelle Verbindung. Diese Karte lädt dich ein, das Licht in deinem Inneren zu leuchten zu bringen. Es ist an der Zeit, das Steuer bei der Reise deines Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Ja, du wirst Energie brauchen, um dich ins Zeug legen und vorwärts brechen zu können. Doch jede noch so kleine Anstrengung wird sich für dich auszahlen. In diesem Moment sendest du ein Signal, aus dem eine große Welle entsteht, die dich ein Leben lang tragen kann. Ja. Also du darfst jetzt diesen Schritt gehen. Ich denke, das ist auch eine Ermutigung dazu, genau diesen Schritt hier zu gehen, etwas loszulassen, etwas hinter dir zu lassen, ne? Weiterzuziehen, auch wenn du hier noch ängstlich und unsicher bist. Ist das ein wichtiger Schritt, so wie mir das ja aussieht, ne? Es wird dir auch empfohlen, hier etwas hinter dir zu lassen, was immer das auch ist. Du wirst das wissen. Lieber Steinbock, das ist es, was ich hier heute für dich sehe und dir mitgeben kann für den Januar. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder auch über einen Kommentar oder auch ein Abo, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir ein wundervolles neues Jahr und einen, ja, sehr friedlichen, angenehmen, inspirierenden Januar und bis zum nächsten Mal.